Ahoi Leute und herzlich willkommen zu meiner Review zu Attack on Titan Staffel 2. Und was war das für eine geile Staffel und vor allem was für ein krasses Finale, oder? Selbst für uns Manga-Leser. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal nochmal sagen, danke für alle neuen Abonnenten und vor allem danke für die vielen, vielen Kommentare, die ihr immer schreibt. Finde ich echt mega geil und ja, das ist ja auch so ein bisschen die Absicht dieses Kanals, dass wir uns ein bisschen austauschen können, auch über Attack on Titan. Und ja, aber bevor ich jetzt hier weiterrede, in diesem Video, ja, werden keine Spoiler genannt, ja, dieses Video wird spoilerfrei, das heißt, ihr könnt euch das Video in Ruhe angucken, sofern ihr Staffel 2 zu Ende geschaut habt. Und ich werde natürlich hier das ein oder andere, ja, den ein oder anderen Aspekt ansprechen, wo ich schon Spoiler-Videos zu gemacht habe, aber ich werde dann nicht erklären, was es damit auf sich hat, sondern ich werde dann immer auf meine anderen Videos verweisen, ja, meine Spoiler-Videos beantworten den Rest quasi für mich, da muss ich das nicht extra immer machen. Und ich werde jetzt hier chronologisch durchgehen, erstmal mit den ganzen Folgen, was ist genau passiert, und am Ende werde ich dann noch was zum Allgemeinen vom Anime sagen. Und ja, fangen wir am besten doch einfach mal direkt bei Folge 1 an. Folge 1 fing im Prinzip genauso an, wie Staffel 1 geendet ist. Ja, so könnte man es sagen, nämlich mit dem Titan innerhalb der Mauer. Und wir sind immer noch nicht klüger geworden, wir wissen immer noch nicht genau, warum sind jetzt oder ist jetzt dieser Titan innerhalb der Mauer. Ja, davon wissen wir immer noch nicht mehr. Und das Besondere an Folge 1 war eigentlich im Besonderen der Beast-Titan, ja, der affenartige Titan, der dann auf einmal aufgetaucht ist, der hat natürlich viel überrascht, weil er sieht einfach komplett anders aus wie alle anderen Titanen. Und wer natürlich Staffel 2 zu Ende geschaut hat, weiß mittlerweile auch schon so grob, was es mit diesem Titan auf sich hat. Das Krasse hierbei war einfach nur, dass der Titan sprechen kann. Ja, what the fuck, nach dem Motto. Keiner hätte gedacht, dass Titanen sprechen können, außer vielleicht diejenigen, die eine bestimmte OVA von Attack on Titan gesehen haben. Ja, aber das war das Besondere. Und er hat sogar so viel Feingefühl gehabt, konnte die anderen Titanen kontrollieren. Was es damit auf sich hat, ja, verweise ich direkt am Anfang auf meine Spoiler-Videos, schaut's da mal nach. Und in Folge 2 geht's dann direkt ein bisschen langsamer los, ja, und ich würde sagen, Folge 2 war schon so eine der unwichtigeren Folgen in dieser Staffel. Es ist genauso gewesen wie im Manga, gar keine Frage, also hier war nichts gefillert oder irgendwie in diese Richtung, aber es war eben eine Folge, die sich sehr, sehr stark, ja, auf Sascha konzentriert hat, ja. Wir haben ein bisschen mehr Hintergrund von Sascha bekommen und, ja, sie hat gegen diesen 3 Meter großen Titanen gekämpft. Viel wichtiger in dieser Folge war aber das Dorf von Conny, ja. Wir haben dann gesehen, dass im Dorf von Conny quasi nicht zerstört ist. Die Pferde stehen sogar noch da und nur ein hirnloser Titan liegt quasi in dem Haus von Conny und kann sich nicht bewegen. Und was hat es wohl mit denen auf sich? Da kommen wir nämlich in Folge 3 direkt zu. Wir finden in Folge 3 heraus, dass kein Loch in der Mauer ist. Ja, es laufen Titanen innerhalb der Mauern rum, aber es gibt eigentlich gar kein Loch. Wo sollen die Titanen also herkommen? Da sollte es schon rattern bei dem einen oder anderen von euch. Conny erkennt dann halt auch, dass der Titan, der in seinem Haus liegt sozusagen, ja, dass der Titan so aussieht wie seine Mutter. Was hat es damit wohl auf sich, Leute, gerade hier Anime-Only-Zuschauer, ja? Was hat es damit wohl auf sich? Und Rainer versucht dann, Conny abzulenken. Wieso, weshalb, können wir uns ja auch schon denken. Ja, er weiß natürlich, was es damit auf sich hat. Und ja, wir gehen einfach auch schon direkt in Folge 4 rüber. Hier sind wir nämlich am Turm Utgard. Und Turm Utgard, ja, das ist aus der nordischen Mythologie, nur um das mal so am Rande erwähnt zu haben. Und hier ist der Fokus auf Ymir, ja. Wir sehen, dass Ymir hier etwas ganz Besonderes macht, nämlich sie liest das Etikett einer Dose, wo, glaube ich, Thunfisch drin war. Ja, eine Dose, wie wir sie auch heute bei uns im Supermarkt kaufen können. Und Leute, ja, da hättet ihr auch schon denken können, sowas gibt es nicht innerhalb der Mauern, ja. Da gibt es nicht irgendwie solche Dosen, die, aus denen man essen kann, ja, mit so einer Aufschrift. Und das Besondere war natürlich auch, dass die Schrift auf der Dose, ja, war eine Schrift, die offensichtlich nicht innerhalb der Mauern geschrieben oder gelesen wird. Und das fiel natürlich auch unserem Schurken Rainer auf, sage ich jetzt mal so, ja. Wir bekommen dann auch noch einen kleinen Rückblick mit Rainer, Berthold und Anni, wie der Freund von ihnen oder ein Freund von ihnen gefressen wurde von einem hirnlosen Titan, von dem wir natürlich im Nachhinein dann wissen, dass dieser hirnlose Titan Ymir war. Was es mit dem Freund auf sich hatte und so weiter und so fort und wieso Ymir sich wieder zurückverwandelt hat, ja, das wurde so nicht richtig 100% erklärt in der zweiten Staffel. Dazu auch meine Spoiler-Videos, Leute. Ja, und wir gehen auch direkt rüber zu Folge 5, die für ein bisschen Tiefgang zwischen Historia bzw. Christa, aber ich werde sie jetzt nur Historia nennen, weil sie den Großteil der Story einfach nur noch Historia heißt. Also zwischen Historia und Ymir gibt es einen Rückblick und ja, diese Folge hat sehr, sehr viel für die beiden Charaktere getan. Ja, sie war wirklich auch, ich fand sie persönlich auch sehr, sehr spannend. Ich habe sie auch so gar nicht mehr im Gedächtnis gehabt, wie im Manga, sage ich jetzt mal. Deswegen war das eine recht coole Folge für mich, vor allem schon in Folge 5. Und man kannte die beiden Charaktere ja vorher sehr, sehr wenig. Ymir kannte man so gut wie gar nicht und von Christa kannte man auch nur, dass sie sehr hilfsbereit ist. Mehr wusste man da nicht. Und lustiger Sidefact, Leute. Die beiden waren wirklich, bevor diese Folge da war, ja, waren die beiden, die waren zwar schon, ja, beliebter, bekannter, aber die waren noch nicht so beliebt wie jetzt. Wenn ihr euch jetzt mal die Online-Foren auf diversen Seiten anschaut, ja,
Leute, da gehen die auf einmal steil, ja, zwischen Ymir und Krista, beziehungsweise Historia. Ja, das ist echt schon krass, wie sich das auf einmal entwickelt hat innerhalb dieser Staffel. Und wir bekommen dann quasi am Ende dieser Folge unser erstes Highlight, wenn wir jetzt mal den Beast-Titan außer Acht lassen, nämlich die Verwandlung von Ymir in einen Titan. Ja, und Folge 5, 6 und 7, die sind alle drei eigentlich ein starkes Paket, denn in Folge 6 geht es ja direkt krass weiter mit Rainer und Bertolt, die dann quasi, obwohl Rainer ja in seinem eigenen wirren Konflikt ist, ja, auf die Idee kommt, Eren zu erzählen, dass er und Bertolt die beiden Titanen sind, die die Mauern durchbrochen haben, ja, und das ist so auch eine richtig krasse Offenbarung gewesen. War es auch für uns Manga-Leser damals. Aber ich sag hier ganz klar, Leute, für diejenigen, für die ganz Gewitzten unter euch, sage ich jetzt mal so, ja, den ist schon spätestens in der Mitte von Staffel 1 aufgefallen, dass zumindest Rainer einer dieser beiden Titanen hätte sein müssen. Denn da gab es die Folge mit Anni, ja, wo Anni auf der Suche nach Eren war und auch Armin gepackt hat, von Armin die Mütze hochgemacht hat. Ja, ihr erinnert euch bestimmt an diese Folge. Da hat sie ja Rainer gegriffen. Und danach hat Rainer sich, obwohl er in einem festen Griff war, ja, er hätte tot sein müssen, sind wir mal ehrlich. Ja, konnte er sich freischneiden und hat dann auch noch in die Handfläche von Anni etwas hineingraviert, nämlich den genauen Standort von Eren, den man ja vorher nicht wusste, weil jede Einheit hat quasi einen anderen Standort von Eren ja zugesprochen bekommen. Das heißt, jeder hat einen anderen Ort gewusst, wo Eren sein soll. Oh, Mann, ist das schwierig hier, ey. Ja, und dann kommt es natürlich in Folge 7 zum Kampf zwischen Eren und Rainer. Und dieser Kampf ist verdammt geil gewesen, ja. Das war für mich somit die geilste Folge, will ich schon fast sagen, in dieser Season, in dieser Staffel. Ja, der Kampf zwischen Eren und Rainer. Vor allem ging es hier mal so richtig los, dass Eren mit Köpfchen gekämpft hat. Ja, am Anfang hat er natürlich auf gut Deutsch hart auf die Fresse gekriegt von Rainer, weil er einfach keine Chance gegen den gepanzerten Titan hat, ohne die gewisse Technik. Und ja, wir sehen hier auch das erste Mal, dass Eren seine Titanform voll und ganz unter Kontrolle hat. Denn das letzte Mal, das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, hat er sie im Kampf gegen Anni benutzt. Und da ist er ja schon am Ende wieder total in den Berserker-Modus verfallen. Und das ist dieses Mal überhaupt nicht der Fall gewesen. Er hat mit Köpfchen gekämpft und hat den Kampf eigentlich, für mich persönlich, eigentlich auch gewonnen, wenn Bertolt sich da nicht von oben hätte runterfallen lassen, wäre das Ganze gut ausgegangen. Ja, und dann kommen wir halt in die Folge 8, die meiner Meinung nach schlechteste Folge neben Folge 2 dieser Staffel. Das war eine gefühlte Filler-Folge, ich habe aber extra für euch nochmal nachgeguckt, war im Manga wirklich genau so an dieser Stelle. Ja, nämlich die Folge, in der wir ein bisschen Gelaber haben zwischen Mikasa, zwischen Armin und auch Hannes und hier so einen kleinen Rückblick bekommen, ja, war im Manga genauso, aber die hat so wirklich den, ich sag mal, den Wind aus den Segeln genommen, ja, sind wir mal ehrlich, es war so, oder? Hier und da gab es einen Rückblick, im Prinzip ist da nicht viel passiert. Viel actiongeladener ging es auch nicht in Folge 9 zu, aber dafür viel informativer meiner Meinung nach. Hier haben wir nämlich dann ein Gespräch zwischen Ymir, Eren, Rainer und Bertolt. Und ja, hier sehen wir nochmal genau den Konflikt von Rainer, ja, wie er sich in dem Konflikt befindet. Bin ich jetzt ein Soldat? Bin ich ein Krieger? Dazu habe ich ja auch erst noch kürzlich, vor 2-3 Tagen, glaube ich, ein Video gemacht. Ja, könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Und ja, hier ist Ymir sich unsicher. Ja, soll sie sich Eren und den Leuten innerhalb der Mauern anschließen oder soll sie, ja, mit Rainer und Bertolt gemeinsame Sachen machen? Wichtig hier zu erwähnen ist, dass Ymir genau weiß, was Rainer und Bertolt immer mit Heimat meinen. Ja, sie weiß ganz genau, was es damit auf sich hat. Und Folge 10 lässt uns da wirklich in eine gute Richtung blicken. Denn Folge 10 ist die Folge, Leute, schlechthin, die wirklich krass vom Manga abgewichen hat. Ich will euch das hier nochmal, ich habe extra nachgeguckt, zum Vergleich sagen. Wir waren bei Folge 10 von Staffel 2 ungefähr auf dem Manga-Stand von Kapitel 48 oder 49. Aber der Inhalt von Folge 10, ja, oder zumindest ist die Hälfte von Folge 10, war Inhalt aus Kapitel 89. 89, das ist nicht mal 5 Monate oder das ist genau quasi 5 Monate im Manga her, dass wir das gelesen haben, wir Manga-Leser, ja. Das wurde so weit nach vorne gezogen, das hätte eigentlich in Staffel 5, sage ich jetzt mal rein theoretisch, hätte das behandelt werden müssen, der Rückblick mit Ymir. Ich finde aber trotzdem, dass der gepasst hat, ja. Es war also kein Filler oder sowas in diese Richtung. Es hat schon gepasst, weil in Kapitel 89 war da schon, ja, wir haben Ymir so lange nicht gesehen gehabt und war schon irgendwie dann ein bisschen zu spät. Daher finde ich das gar nicht so schlecht, dass sie es hier reingepackt haben. Umso mehr war ich aber trotzdem schockiert. Denn wir sehen hier die Vergangenheit von Ymir. Wir sehen hier, wie sie als Göttin angebetet wurde, ja, und dass sie als kleines Waisenkind da einfach nur auserwählt wurde, aus Zufall, ja, und wir sehen dann, dass die Sekte, die sie angebetet hat, von Soldaten umstellt wird. Ja, Leute, und da war jetzt was richtig Besonderes, wo ich mir einfach gedacht habe, das könnt ihr doch nicht machen, das könnt ihr doch nicht zeigen. Und damit meine ich ganz klar die Soldaten, die die Sekte quasi stellen, ja, stürmen. Die Soldaten habt ihr euch doch bestimmt angeschaut, oder?
Die sahen nicht aus wie Soldaten, die wir innerhalb der Mauern haben. Ja, das heißt, sie waren nicht vom Aufklärungstrupp, sie waren nicht von der Militärpolizei und sie waren auch nicht von der Mauerwache oder Mauergarnison. Und Ymir wird von diesen gestellt und letzten Endes auch von einer, in Anführungsstrichen, Mauer gestoßen, bekommt irgendetwas hereingestochen. Ja, es hört sich an wie ein Messer. Ich sag euch aber nur, es war kein Messer, Leute. Und wird dann von der Mauer gestoßen und verwandelt sich genau wie die anderen Anhänger der Sekte in einen hirnlosen Titan. Und ja, dann wandelt Ymir 60 Jahre nach eigener Aussage umher, bis sie dann den Freund von Rainer und Co. gefressen hat. Und wie gesagt, hierzu mein Spoiler-Video nochmal, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Dadurch ist sie dann wieder bei Sinnen gewesen, ja, und konnte sich wieder voll und ganz kontrollieren und war quasi in einer neuen Welt. Die Szene auch mit dem Sternenhimmel, wirklich eine krasse Szene, die, wie gesagt, in Kapitel 89 eigentlich erst war. Und wichtig ist hier noch zu erwähnen zum Ende, dass Ymir den Hintergrund von Historia kennt. Sie weiß, was es mit Historia auf sich hat. Dazu kommen wir wirklich erst in Staffel 3. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, und die letzten beiden Folgen, Folge 11 und 12, packe ich hier einfach mal zusammen. Denn hier sehen wir, dass Ymir überhaupt nicht weiß, soll sie sich jetzt Eren anschließen und den Leuten innerhalb der Mauern oder Rainer und Berthold. Ja, sie ist immer noch in diesem Konflikt, selbst nachdem sie Krista in Anführungsstrichen entführt hat. Und auch Eren ist verzweifelt, ja. Er sieht wieder, dass so viele Menschen nur wegen ihm sterben, weil er nicht in der Lage ist, quasi sich selbst zu verteidigen. Sterben so viele Menschen. Und Erwin, ja, Kommandant Erwin, hat da so einen epischen Auftritt, ja, mit seinem Sisme, ja, und auch Shinzo Sasageyo hat er auch gebracht, ja, das erinnert uns natürlich an das Opening. Echt ein epischer Moment, dieser Kerl, der ist echt ein alter Hauding, muss man einfach sagen. Und ja, final kehrt dann der lachende Titan am Ende von Folge 11 zurück und ja, den haben wir natürlich seit Folge 1 oder Folge 2 war es, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und Eren ist dann nicht in der Lage, sich zu verwandeln. Er sieht, wie alle sterben und ist total verzweifelt. Nachdem Mikasa sich auch noch quasi ihm öffnet und sagt, ja, du hast mein Leben verschönert etc. pp. Ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Viele haben sich ja gewünscht, dass die beiden sich da küssen, aber ja, Eren ist wieder in seinen Rage-Mode verfallen und ihm war das eigentlich egal. Ja, Eren schlägt dann einfach ganz hirnlos quasi den lachenden Titan und auf einmal aktiviert er die Koordinate oder Koordinate. Ja, das erwähnt Rainer dann ja auch. Was das ist, sage ich an dieser Stelle auch nicht, ist zu ein krasser Spoiler, schaut euch meine Spoiler-Videos an. Und die Titanen rennen dann einfach auf den lachenden Titan und zerfleischen ihn. Und danach passiert dasselbe auch mit Rainer, also er wird nicht zerfleischt, aber die Titanen rennen auf Rainer zu, nachdem Eren sich vorstellt, dass er Rainer umbringt, wenn er ihm zu nahe kommt. Ja, und sie gehorchen einfach seinem Befehl. Wieso? Weshalb? Warum? Wird alles auch eher in Staffel 3 erklärt. Ansonsten, wie gesagt, meine Spoiler-Videos. Und die Staffel endet dann mit einer möglichen Offenbarung, nämlich der Offenbarung, dass die Titanen Menschen sind. Das ist natürlich die Annahme, weil Conny seine Mutter in dem Dorf gesehen hat und daher ja der Meinung ist, auch weil kein Loch da war, dass diese Menschen irgendwie sich in Titanen verwandelt haben. Ja, was hat es damit auf sich, werden wir alles noch viel, viel später erfahren. Und der letzte Cliffhanger, den wir in dieser Staffel haben, ja, Attack on Titan ist mittlerweile dafür berüchtigt, Cliffhanger am Ende ihrer Season zu haben, ist natürlich, dass der Beast-Titan auf der Mauer sitzt und aus dem Titan ein Menschlein schlüpft. Ja, das klingt komisch, aber wir sehen dann, dass der Beast-Titan nicht irgendwie ein besonderer wilder Titan ist, ja, der mit Dinosauriern durch die Gegend rennt, wie man das im Opening denken könnte. Nein, es ist einfach ein ganz normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Genauso wie Eren, Rainer oder Berthold oder Ymir oder Annie. Ja, es sind mittlerweile ganz schön viele geworden, muss ich schon sagen, ja. Das sehen wir natürlich am Ende von Staffel 2 und damit hört die Staffel auf, ja, mit natürlich der Ankündigung, dass Staffel 3 nächstes Jahr kommt. Ja, Leute, jetzt mal zu meiner persönlichen Meinung von dieser Season. Ich persönlich finde, dass diese Season überragend war, ja. Der Anime generell ist überragend, ja, genauso wie der Manga, aber der Anime ist nochmal einen Zacken besser, weil die Animationen einfach übertriebenst geil sind. Machen wir uns nichts vor. Das ist einer der bestanimierten Anime überhaupt, dazu werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, ist es einfach immer ein Augenschmaus, Attack on Titan zuzusehen. Und auch die Musik, die wird wirklich noch besser, die ist wirklich noch besser geworden als in Staffel 1. Man dachte, das geht gar nicht mehr, aber es geht, Leute, ja, hört euch die mal an. Es gibt das komplette Album, gibt es jetzt, glaube ich, schon auf YouTube, ist natürlich in Anführungsstrichen illegal, aber es befindet sich auf YouTube, also was soll man sagen. Auf jeden Fall könnt ihr euch das auch komplett anhören, gerade das Theme, als Rainer und Berthold sich das erste Mal verwandeln, Gänsehaut pur, ey. Das Pacing der zweiten Staffel war größtenteils auch sehr, sehr perfekt. An manchen Stellen war es dann mal zu langsam und an anderen Stellen war es dann zu schnell. Ich fand zum Beispiel, dass Folge 12 ein bisschen zu gequetscht war, dass da versucht wurde, zu viel in diese 12. Folge reinzupacken. Hätte man irgendwie Folge 8 ein bisschen informativer gemacht, ja, oder Folge 2 irgendwie ein bisschen kürzer gestaltet mit dem Zeug mit Sascha, hätte man das Ganze ein bisschen besser lösen können. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ja. Meiner Meinung nach hat Staffel 2, Staffel 1 aber auf jeden Fall getoppt. Ja, gar keine Frage, auch wenn es diesmal nur 12 Folgen waren, hat sie vom Inhalt her und auch von der Action her
von den Offenbarungen her das Ganze auf jeden Fall getoppt. Und Attack on Titan ist auch der Anime dieser Season für mich geworden, wenn nicht sogar des Jahres. Und auch nochmal eine Sache, das Opening, ja, von Attack on Titan Season 2 ist nochmal geiler als die ersten beiden aus der ersten Staffel. Einfach affengeil, Leute, muss man einfach sagen, oder? Was denkt ihr darüber? Wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass in dieser Staffel irgendwie mehr Fragen aufgekommen sind, als beantwortet wurden. Wir haben im Prinzip nur beantwortet bekommen, wer ist der Gepanzerte und der kolossale Titan? Wir wussten ja vorher nicht, dass Ymir irgendwie auch ein Titanwandler ist, ja. Wir wissen immer noch nicht, wo sie herkommen. Es ist umso mehr ein Rätsel. Vorher dachten wir, sie kommen einfach aus irgendeinem Dorf innerhalb der Mauern. Jetzt wissen wir aber, sie kommen von außerhalb der Mauern, aus ihrer, in Anführungsstrichen, Heimat. Wir haben durch Folge 10 natürlich die Ultra-Spoiler bekommen, die eigentlich hätten gar nicht da sein dürfen, ja. Auch wieder Fragen, wer sind diese Soldaten gewesen, wo kommen die her und wo kommt auch der, naja, Beast-Titan her, was hat es mit ihm auf sich, mit dem Typen auch da drin, der in dem Beast-Titan hockt. Ja, das sind alles so Sachen, die da offen geblieben sind. Und ganz wichtig natürlich auch die Koordinate. Was ist die Koordinate von Eren? Ja, was hat es damit auf sich? Dazu erfahren wir auch mehr in Staffel 3, genauso wie wir über Historia bzw. Christa mehr erfahren werden. Denn die Koordinate und Historia werden sehr, sehr im Fokus stehen in Staffel 3 mit sehr, sehr viel, ja, mit sehr, sehr viel Politik. Ja, es ist ein sehr, sehr politischer Arc, sage ich jetzt mal so, der uns in Staffel 3 erwartet. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, Leute. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Staffel 3 25 Folgen bekommen könnte. Habe ich nur so im Gefühl. Muss nicht passieren, ja, aber habe ich irgendwie im Gefühl. Ja, Leute, das war es jetzt aber mit dieser Review. War echt lang, oder? Das ist mein längstes Video, was ich jemals gemacht habe. Aber was soll man machen? Es musste bearbeitet werden, Leute. Ich musste das so ausführlich machen, mit meiner Meinung. Das Pacing war, wie gesagt, super dieser Staffel. Es hat mir super gefallen. Es gab kaum Filler. Und ja, es ist das ein oder andere, die ein oder andere extra Sache, wie beispielsweise in Folge 10, ist dazu gekommen. Und ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, dann dürft ihr gerne liken. Ja, ihr sollt auch kommentieren. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Staffel gehalten habt. Aber wie gesagt, macht euch drauf gefasst. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr krasse Spoiler in den Kommentaren geben. Da kann ich leider nichts gegen tun. Wenn ich jeden Spoiler-Kommentar löschen würde, dann würde ich da wahrscheinlich noch wochenlang dran sitzen. Ja, und lasst ein Abo da, falls ihr das nicht schon getan habt. Wir sind ja gerade so super am Wachsen. Das macht mich wirklich fröhlich. Ich werde auch noch ein Special-Video dazu machen. Seid da ganz, ganz sicher. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage bis zum nächsten Video und ciao und tschüss.